Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, vielen lieben Dank, EBP. Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Empyrion. Wir sind immer noch hier in dieser Elder's Tomb und werden uns in dieser Folge jetzt aber einmal auf den Weg machen zu diesem fliegenden Etwas, das wir gefunden haben. Ich meine, das war hier hinten der Cyrex Shrine. Da ist auch ein Old Tower. Wir werden vielleicht beides mal mitnehmen. Ne, und fliegen da jetzt erstmal rüber. Gucken, dass wir die richtige Richtung einschlagen. New Marker. Das hin. Ne, überhaupt nicht. Weiter rum. Da ist der Shrine. Da haben wir ihn doch. Sauber. Dann düsen wir da jetzt erstmal rüber. Autobremse ist noch an. Machen wir aus. Und dann klotze ich nochmal auf mein Handy, weil das gerade nochmal Türe gemacht hat und mir damit voll auf den Sack geht. Halt mal die Fresse. Nach Möglichkeit auch nicht vibrieren. Kann man nicht angehen. Zack. Ab rüber. Bei der Distanz können wir eigentlich auch nochmal wieder Richtung Orbit gehen. Und einfach nochmal ein bisschen außerhalb der Atmosphäre fliegen. Das geht dann ja doch bedeutend schneller. Jetzt noch ein bisschen steiler hoch. Haben wir ja nicht ewig Zeit. So. Und dann machen wir das einfach so. Und die letzten Meter und dann sind wir doch schon fast im Orbit. Bisschen Nase runterziehen. Und gönn dir. Wie? Was war denn das für eine Nummer? So. Machen wir unseren Planeten. Da haben wir ihn. So, wir wollen nicht gleich wieder in die Atmosphäre. Das wäre Quatsch. Na, den Abstand ein bisschen halten. Soll ja ganz gut helfen. Dann machen wir das einfach in Space. Übrigens bin ich der Meinung, die sollten das dringend nochmal ändern mit den Distanzen. Ich finde das total befremdlich, dass man irgendwie nur 12 Kilometer über den ganzen Planeten braucht. Oder über einen halben, besser gesagt. Das ist irgendwie ganz schön affig. So, und dann müssten wir auch schon fast wieder da sein. Ein paar Kilometer gemacht haben. Zack. Oh, sind wir vom Kurs abgekommen. Ein wenig. Hupala. Aber na gut. Trotzdem nur noch 5 Kilometer. Damit sind wir schon mal halb da. Bisschen cool dann für der gute Junge, aber das ist auch halb so wild. So, wir halten mal den Kurz. Den Kurz, ja. Gucken, was wir einmal rüberpacken können. Während wir fleißig fliegen. Das kann eigentlich alles weg, 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 weg. Munition ist nicht mehr allzu viel, aber gut. Man kann die Eis haben, ne? Und wenn wir schon dabei sind, können wir gleich mal ordnen. Das passt so nicht ganz. Das rüber, das rüber, das rüber, das rüber, das rüber, das auch. Die auch und der Rest kommt dann hier hin. Zack, zack, zack. Das auch. Dann bin ich schon glücklich. Und wir sollen auch immer noch auf irgendeinem Lava-Planeten landen, auf dem wir nicht landen können. Aber gut, das machen wir dann mit der Salvation. Soll nicht das Ding sein. Alter, gib mir das Wetter gerade auf den Trichter, ey. Das ist ja nicht zu ertragen. So, und ich bin ja mal ein bisschen gespannt, ob der Schrein bewaffnet ist. Auf dem ersten Anflug habe ich davon nichts gesehen, aber das war auch mit dem Schweber. Und ich meine, ich sehe da Waffen. Das sieht bewaffnet aus. Sind das Waffen? Ja, definitiv sind das Waffen. So.
Was, bauen die wieder auf? Was geht denn hier ab? So, mit den Masken. Wir landen ja aber mal ganz stumpf. Alles, was wir einsacken können, sacken wir ein. So. Jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Das wäre ganz schön fatal. Aber das lässt sich doch, glaube ich, machen, oder? Wir sind gut bewaffnet. Du Scheißding. Wo ist er? Da geht mir doch gleich das Cockpit hoch, ey. Das ist ganz schön scheiße. Ich glaube, die haben auch das Cockpit erwischt jetzt. Okay, damit kriege ich das Ding ja nicht kaputt. Einen Rücken mehr. Fresse halten. Fresse halten. Wo ist der fucking Kern? Den sollten wir. Das Schiff kann da definitiv nicht bleiben. Kann die Minigun da was ausrichten? Scheiße. Auch nicht. Oh, Mist, ey. Der nimmt gerade mein ganzes Schiff auseinander. Scheiße. Hab ich einen Raketenwerfer mit? Natürlich nicht. Scheiße. Oh, das Ding leidet hart. Aber gut. Jetzt hat das Feuer ja erstmal ein Ende. Nehmen wir hier doch erstmal alles auseinander. Ich hoffe, die haben nur den Kern erwischt. Ballern wir uns hier erstmal den Weg frei. So. Ist hier nur eine Aussichtsplattform oder was? Wollt ihr mich verarschen? Der checkt auch nichts. Dann könnten wir mal looten, wa? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das sieht ja auch ganz cool aus. Oh, ein bisschen Salami. Die gönnen wir uns mal gleich. Bevor uns die hier schlecht wird. So. Dann kommen wir hier tatsächlich nie weiter. Wie assi. Wo sind wir denn hier reingekommen? Bin ich jetzt doof? Hier. Also, ach, hier ist ein Fahrstuhl, okay. Wir können auch nicht mehr höher, aber wir können runter. Okay, da sind die Geschütze. Den würde ich mich jetzt. Ist das der Kern hier unter mir? Mann rätselt noch. Das sind auf jeden Fall fette Geschütze. Ich glaube, da unten sitzt der Kern. Können wir nicht. Kriegen wir das hier mit kaputt? Ich vergesse auch jedes Mal, schwere Waffen mitzunehmen. So, bloß weg hier. Das scheint ein Landepad zu sein. Wir gucken erstmal hier oben weiter. Aber wenn das da unten, wie ich vermute, der Kern ist, dann haben wir ein echtes Problem. Der Ketzer ist eh Schrott. Ach, da steht der Ketzer. Okay, er ist aber anscheinend noch flugfähig. Wenn auch wahrscheinlich nicht mehr im besten Zustand. Hier geht es dann ja wahrscheinlich auch noch zum Landepad. Aber da ist noch eine Tür. Okay. Viel zu holen ist hier wahrscheinlich nicht.
Was ist das denn? Adrenalinspritze, was kann die denn? Ausdauerschub. Macht Sinn. Aber sonst ist hier nicht viel zu holen. Das Ding zerlegen ist, glaube ich, geil. Die Frage ist, stützt es ab? Wenn ich den Kern rausballer. Noch eine Tür. Oh! Hier ist ein Händler. Ist ja auch interessant. Das ist ja auch interessant. Ich könnte den wahrscheinlich abknallen. Kann ihn aber nicht looten. Schade. Das finde ich tatsächlich schade. Bei Skyrim und sowas kommt mir das ja immer richtig gut. War meist eine scheiß Idee, aber naja. So, den auch. Hier ist nichts. Wo kommt das her? Wieso steht der wieder? Wo kommen die denn hier? War ich hier schon? Oh. Voilà. Manchmal sieht man den Raum Wald vor lauter Bäumen nicht. So. Na, das sieht aber mal nach Kern aus. Einer. Zweimal Minigun. Das heißt, da ist noch einer offen. Ging an. Und meine Mumpeln ist alle. Das ist ja erstmal scheiße. Dass ich, Idiot, auch immer den Raketenwerfer vergesse, ne? Ätzend. Vorhin ein bisschen eilig geguckt. Wir gucken mal genau, aber ich meine... Oh. Ach du Scheiße. Hat er mir den Kühlschrank also weggeballert? Das wäre ja erstmal scheiße. Sollte ich mit dem, das ich hier habe, doch ganz gut haushalten. So, aber den Kern ist hier auch nicht zu finden. Wieder einmal. Das ist ebenfalls Lüftung. Dann geht's wieder durch eine Tür. Wo ist hier der fucking Kern, ey? Kann nicht angehen. Muss ja hier irgendwo sein. Und weiter hoch kann ich halt auch nicht. Nein, kriegen wir auch nicht kaputt damit. Dann düsen wir erstmal wieder runter. Richtig gelootet. Ja. Was war denn das? Nehmen wir mal so hin. Mittlerweile ist ja immerhin Licht an. Du Lütmas. Jetzt wäre mein Schiff geparkt. Interessant. Hier liegt immer noch er. Nö, kannst du vergessen, Minion. So, hier war ich gefühlt jetzt schon 1000 Mal drin. Also, Satz mit X. Das war mal eine ganz schön hohle Nummer. Kommen wir nicht durch. Wenn es nur einmal mit dem Scharfschützengewehr nicht versuchen, weil wir keine Mumpel mehr haben. Scheiß noch eins, ey. Das ist ganz schön kacke. Und hier waren wir ja nur auch schon. Das ist nur so eine behinderte Landeplattform. Ja, kacke. Dann düsen wir hier eventuell hoffentlich wieder weg.
Was zum Kuckuck ist? Wo kommst du denn schon wieder her? Und du? Wollt ihr mich verarschen, ey? Es wird mir hier auch langsam ein wenig zu heiß. Gönn dir mal. Hier, die auch gleich. So. Die stacken wir einmal. Ja, einmal heilen. Dann gucken wir, dass wir irgendwie wieder in den Ketzer kommen. Das war nicht die beste Idee. Okay, wir kommen zumindest noch weg. Das war einmal ganz beschissen. Oh, da hat sich wieder was entschärft. Oh, hauaha. Das war eine Klatsche. Meine Fresse. Das war eine ganz schöne Klatsche. So, ja, Schild. Ganz toll. Achso, ja, anschalten soll helfen, ne? Dann bringt der Schild vielleicht da was. Oha. Dann ist der Stromverbrauch aber auch richtig hart an der Kotzgrenze. Ich glaube, es sprach noch einen Generator an dem Teil. Achso, das war jetzt nur zum Aufladen oder was? Jetzt geht's ja wieder. Gut, das war einmal von Arsch. Wir fliegen mit wenig Loot und schlechtem Gewissen nach Hause. Das war ganz schön kacke. Das war vollkommen von Arsch. Und ja, Kühlschrank ist weg und ein Container ist weg. Ich möchte nicht wissen, was die dann noch weggeballert haben. Wie frustrierend, wie frustrierend, wie frustrierend. Hier hätten wir Scharfschützenmunition gehabt, aber gut. Raketen haben wir für den scheiß Raketenwerfer auch da, aber die blöden Raketenwerfer nicht, ey. Oh, und da war doch so viel Scheiße drin. Ein Glück habe ich zumindest die hier. Oh, das ist ärgerlich. Das ist richtig hart ärgerlich. Fuck, 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 fuck. Da waren auch Bauteile für die Salvation drin. Oha, oha. Ein Fahrwerk haben wir verloren. Fast kaputt. Ja, wir haben ganz schön was mitgenommen. Oh. Einmal ein bisschen hochziehen. Und dann baue ich, glaube ich, erstmal eine Reparaturstation zu Hause. Die müsste ich noch irgendwo fliegen haben. Dann wird er erstmal wieder aktualisiert. Ich habe gerade überlegt, wie ich hier das Bauplanmenü mache, aber mir fällt es tatsächlich nicht mehr ein. Ich glaube, ich habe auch wieder ein paar Triebwerke eingebüßt. Der arme kleine Ketzer. Das sieht immer noch viel zu geil aus, ey. Oh ja, oh ja, oh ja, da fehlt einiges. Der braucht ein bisschen Liebe, der gute Ketzer. Zack. Das gucken wir uns jetzt erstmal an. So, ein paar Bauteile fehlen. Waffen sind auf der Seite zumindest noch dran. Auf der auch. Ja, hier hat es alles zerrissen. Hier steht nichts mehr. Wirklich gar nichts mehr. Weder Kühlschrank noch der Container. Noch die RCS, das war Sauerstoff, wenn ich mich nicht irre. Genau, Sauerstoffbehälter. Wir haben ordentlich ein paar Dellen. Uiuiui. Gucken wir mal. Die Triebwerke hier hinten sind zumindest in Ordnung. Und fehlen weniger Blöcke als gedacht. Wie sieht es hier aus? Okay, der Bewegungssensor ist Schrott. Dafür ist hier zumindest alles heil. Das
Das ist ja schon mal was wert. Das Ding hat es auch überlebt. Die Rampe ist hier schon lange weg. Der Aufbau ist... Oha, meine Fresse. Dass man mit den normalen Waffen auch nicht diese Geschütze down kriegt, ey. Ja, da hat nicht mehr viel gefehlt, dann wäre noch mehr platt gewesen. Ich werde mal gucken, dass ich hier ein bisschen stärkeren Stuff kriege, der ein bisschen mehr aushält. Das klein bisschen. Aber jetzt machen wir erstmal das Nötigste. Da drin saß... Hier saß ein Generator. Ist der hier noch da? Ja. Und wenn ich mich nicht irre, ein Treibstofftank. Fangen wir doch mal mit denen an. Habe ich da noch welche da? Nicht im Ketzer. Hier. Falscher Container. Das ist Palette. Habe ich hier einmal umgeräumt und dann findet es auch nichts mehr wieder. Ist der Drops gelutscht? Moment. Ich habe das hier also schön beschriftet. Bauteile, Fahrzeuge. Ja, das geht gegen null, ne? Aber zumindest noch eine Schubdüse und ein Treibstofftank. Frachtbox werde ich wohl bauen müssen. Und Generator auch. Dies muss denn einmal sein. Hilft ja nichts. Computer wird eng. Na gut. Treibstoff haben wir. Generator. Sauerstoffstation brauchen wir auch. Kühlschrank brauchen wir auch. Container, Kontrollelement und eine Lagererweiterung bauen wir auch gleich mit ein. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich glaube, Schalter fürs Fahrzeug. Habe ich noch Schalter? Bauen wir mal ein. Daran soll es am Ende nicht scheitern. Das liegt in MS2 Large. Zack, hier haben wir noch 114 Fusionszellen. Das ist schon mal ein bisschen was. So. Haben wir eigentlich so ein Reparaturfeld? Bauteile Basis. Und ganz viele Lagererweiterungen. Das ist nicht mal Basis hier, was soll denn das? Das können wir gebrauchen. Obwohl, ne, das ist glaube ich nicht kleines Raumschiff, ne? Ne, das ist Bodengleiter. Künstliche Masse können wir auch nichts mit anfangen. Gehärtete Stahlblöcke, damit schon eher. So, dann haben wir erstmal alles. Richten wir das arme Ding mal wieder her. Meine Güte. Wir haben auch alle Teile arg gelitten jetzt, ey. So. Dann fangen wir an. Ein Treibstofftank kommt hier quer rein. Zack, zack. Was ist dein Problem? Ist doch fürs kleine Raumschiff. Ah, geht doch. So. Warum macht er das nicht? Na ja, mal nein. Auf jeden Fall gehörst du dahin, mein Freund. Da. Wir können auch ein Stückchen nach hinten gehen und sagen, was soll denn das? Mal geht's nicht. Was soll denn das? Beziehung nicht möglich. Ach, Schild. Dann machen wir die Hütte doch einfach aus. Eh nichts zum Kühlen drin. So. Dann war das hier. Ich wollte noch ein paar RCS bauen. Die gleich wieder mit rein können. Wo haben wir sie denn? Oder habe ich noch welche hier? Ich
glaube. Ach, scheiß drauf, brauchen wir fix. Ich glaube, ich habe noch welche in der Salvation liegen, aber das ist mir jetzt zu blöd. 3 plus 4, Station, bla 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 bla. Wo ist es denn? Bin ich doof? Ich hab die doch eben noch gesehen. Drahtlosverbindung. Da. Bauen wir 6 nach. Ja, ein paar Blöcke fehlen tatsächlich. Auch da nochmal. Moment mal, sitzt der da richtig? Der sitzt da gar nicht richtig. Du gehörst weiter rein, mein Freund. Da hinten gehörst du hin. Warum ist denn da so viel Platz? Da muss nicht so viel Platz sein. Was ist denn da auf der anderen Seite? Achso, da ist die Waffe, ne? Ja. Da ist der Bauplatz für die Waffe. Gut, dann kommst du dahin. Der Generator. Ach. Wo haben wir denn? Ich hab da eben alles rübergeholt, sag mal, aber jetzt blind oder was? Es ist spät, meine Fresse. Also. MS2 Large. Her damit. Kerbe, ich angehen. Ja. Zack, der kommt hier hin. Und jetzt zumindest der Bewegungssensor noch heilen. So, wir haben da noch ein bisschen Platz. Obwohl, ne, doch nicht, schade. Aber da oben ist noch Platz. Da kommt dann das Lagerding hin. Wo ist das denn gelandet? Containerkontrollelement. Gehärteter Stahl. Ich habe doch hier nochmal ein Lager gebaut gehabt. Dann lass mal dich ein. Zick. Guck ich da noch an? Ja. Gut. Drehen. Fertig. Da sind sogar 2 Plätze frei. Das ist ja super. So, ist hier noch was defekt? Nö. So, das ist das normale Lagerding. Wo ist denn das andere? Ich habe doch einmal ein normales und einmal ein Erweiterungsteil. Da. Fangen wir damit an. Zack. Dann das Lager. So sinnlos, ne? So machte mehr Sinn. Schade, sieht mir nicht am schönsten aus, aber gut. Oder? Ist das ein Griff? Ja, das ist ein Griff. Das sehe ich als Griff. Dann will ich das da haben. Kommst du hier hin? So. Daneben wieder der Kühlschrank. Zack. Und dann sieht das hier schon wieder ganz gut aus. Der ist zum Glück noch da. Und dann ist das doch schön. Hier kommt nochmal ein Schalter ran. Wo hört er genau hin? Auf den ersten weißen Streifen. Gut. Zack, Bewegungsmelder. Einmal konfigurieren. Ja, geil. Achso. Okay, der Sauerstofftank ist anscheinend fast im Arsch.
jetzt nicht mehr. So. Ja. Mache ich aber nicht jetzt. So. Dann kommt hier jetzt nochmal wieder ein bisschen gehärtete Stahlblöcke. Die kommen fix wieder drauf. Das ist okay. Dann müsste das hier sein. Fragezeichen. Ja, nur andersrum. Das ist dann wahrscheinlich der. Ne, nicht ganz. Der. Ne, auch nicht. Das ist mit viereckiger Grundfläche. Das ist ja Blödsinn. Bist du das? Du bist das auch nicht? Oh. Ich sollte echt diese Reparaturstation endlich bauen, ey. Es nervt. Es nervt echt hart. Falsch, 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 alles falsch. Wenn man die eigenen Teile nicht im Kopf hat, ne? Wo ist es denn? Mich doof oder was? Was ist das hier mit bei? Ja. Das müsste es doch sein, aber nicht so. So, genau. Tada! Dann kommen hier noch ein paar Blöcke rein. Oh, da ist doch trotzdem noch Platz, oder was? Da passt doch. Was haben wir da liegen? Triebwerk. Habe ich jetzt zum Glück noch eins. Eins zum Sinken, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ja. Zwei sogar. Zack. Nummer eins. Dann mal gucken, ob wir da irgendwo eins liegen haben. Ich befürchte fast nicht. Nö. Zack. Kleines Raumschiff. So, wie sind denn hier die Maße? Kann ich die vielleicht durch was Besseres ersetzen? 1, 2, 1, 1, 3, 1. Ne, sind zu groß. Alles schon zu groß. Kriege ich nicht unter. Schade. Na gut. Dann davon noch eins. Das rein. MS2 Large. Dass ich mir auch nicht merken kann, ne? Da ist es doch schon. Zip. Ich könnte, wenn ich bei bin, dann auch gleich mal die fehlenden Waffen ersetzen, oder? Vielleicht ja auch durch was Besseres. So, dann Steine drauf. Zack. Einmal so. Einmal so. Ist das auch wieder schön? Das Ganze wieder texturieren. Damit und ich glaube damit. Ja. Ne, das hatte ich simpel grau. Das war's. Gut, dann gucken wir gleich mal. Oh, hier fehlt auch eine Platte. Hämmern wir die auch noch wieder drauf und dann sind wir fürs nächste Mal zumindest wieder flugbereit. Da schon mal anfangen. Hier fehlt das Eckstück. Ich glaube, das will ich tatsächlich mal die hier ändern. Zack. Hier nämlich auch. Scheiß drauf, ob das da alles bedeckt. So. So. Gleich viel besser. Da ist die richtige Farbe verpassen. Sieht das so schwarz aus? Nicht so prall. No, 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 no.
richtige Farbe. So, dann ist der Ketzer doch wieder halbwegs in Stand. Und die Folge ist auch schon wieder am Ende. War das ereignislos und langweilig? Meine Güte. Ich glaube, das werde ich einfach mal hinter eine andere Folge packen. Ja, dann machen wir einfach so eine Doppelfolge draus. Und dann wird das schon. Gucken wir nochmal. Irgendwas noch kaputt hier. Das ist das falsche Schiff. Oh, ich möchte gar nicht wissen, was ich alles verloren habe. Werde ich mich ärgern. Werde ich mich ärgern. Wieso kommt das denn jetzt hier rein? Das ist doch Blödsinn. Das gehört hier rein. So. Ja, scheiße. Sagt uns das Spiel spät abends. Kein Computer mehr, Markus. Du wirst alt und kannst das nicht mehr. Dreckiger Scheiß. Fehlt hier was? Fehlt hier nichts? Da fehlt nichts. Das gehört so. Da fehlt auch nochmal ein Würfel. Zack. Und hier vorne fehlt nur ein Licht, glaube ich. Und ansonsten sieht es doch wieder schicki aus. Na nun? Fehlt da manchmal was? Ja, nochmal so ein Teil. Das müsste der hier sein. Ja. Gleich zwei Stück davon. So richtig, ja. So. Das Ganze wird wieder grau texturiert und dann ist gut. So. Gut, ihr Lieben. Das war ein grandioser Reinfall. Und eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass wir ein stärkeres Angriffsschiff brauchen. Ne, das hätte wahrscheinlich besser laufen können. Wieso ist denn das hier so schwarz? Hä? Ich glaube, da war die Farbkanone von der Dings hier. Von der Salvation ein bisschen am Start. Ups. Kann ja mal passieren. Das ist eine Menge schwarz geworden. Alter, was habe ich denn hier angepinselt? Achso, das. Nee, das ist grün. Verdammte Scheiße. Ich bin dumm, 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 dumm. Nicht blau, grün. Hier zumindest war es richtig. Und das Teil auch. So. Okay. Wieder einmal vielen Dank fürs Zugucken. Nicht die geilste Folge aller Zeiten. Aber, naja, kann nicht jede Folge geil sein. Ne? Manchmal läuft es einfach doof. Also, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertoldsson.